Einer der ganz großen österreichischen Reiter hat einmal gesagt, meine Pferde müssen nur einmal am Wochenende richtig gut gehen, nämlich am Sonntag beim Großen Preis. Ein anderer international höchst erfolgreicher Reiter steht neben mir und glaube fast, er lebt dieses Motto auch. Er schleicht sich so über die letzten 3 Tage immer mehr an, immer weiter nach vorne in den Prüfungen. Für den ganz großen Sieg hat es jetzt hier in der Arena noch nicht gereicht, aber morgen kommt ja der Große Preis. Jura Frehling, ist das der Plan? Ja, hoffentlich. Das stimmt. Das ist der wichtigste Bewerb, kommt noch. Aber Carrera sprang schon gut, in Qualifikation war der schon Zweiter. Aber ich hoffe, das ist noch ein bisschen extra Benzin drin vor Sonntag. Jetzt ist ja auch unser Parcourschef, der Peter Schumacher, bekannt dafür, dass er diese Parcours schön langsam aufbaut, aber im Großen Preis dann eben auch ein paar Überraschungen bereithält. Was wird da auf das Publikum morgen auch zukommen? Ja, das wird sicher so ein interessanteres Springen, glaube ich. Der Bau ist schon schwer genug und es wird schön. Für Carrera ist es eigentlich gut. Der Markt ist ein bisschen höher und schwerer. Nur der schaut immer ein bisschen in den Publik. So, wir werden sehen, was es bringt. Ja, und damit sind wir auch schon hier in der Arena Nova, etwas für alle sehr Spezielles. Zum einen sagt jeder, man kommt aus der Sommersaison, aus den Freiplätzen, plötzlich in die Halle herein. Und diese Halle, die ist noch einmal knackig durch die Messe rundherum, ein bisschen Lärm. Wie kommt das Pferd von dir damit zurecht, Carrera? Das ist das Einzige, da muss Carrera sich noch ein bisschen mehr an gewöhnen. Das kann morgen von mir ein bisschen Nachteil sein. Die letzten Turniere, was es hingegangen war, auf große Felder und ist das Publikum nicht so dicht dran. Okay, hier ist das vor jedem Morgen gleich und Carrera muss sich daran gewöhnen und weiter ist das ein unglaublich sehr gutes Pferd. So, wir haben eine gute Chance. Wir sind natürlich alle froh, dass du zu uns gekommen bist, hierher zu dem Turnier. Es gibt ja doch einiges auch an diesem Wochenende wieder. Die Eindrücke, die du mitnimmst von der Arena Nova, von Wiener Neustadt, wie war es, hier dabei zu sein bei dieser Veranstaltung? Also das ist immer fantastisch. Ich mache hier ganz gerne kommen. Die Familie Röst, der das organisiert, macht das richtig gut. Die sind richtig nett. All die Leute, ich glaube, man darf ein Kompliment geben an all die Leute, was mithelfen, umsonst mithelfen, um das Turnier gut zu machen. Und habe ich viel Respekt davor. Und deswegen mag ich auch gerne kommen. Und da sind wir dann mit dem Geldaspekt. Eine Gefahr besteht natürlich auch für alle guten Reiter, die eigentlich mit Geld nach Hause fahren möchten, dass sie es dann doch da lassen wegen einer riesigen Messe. Hast du dich schon ein bisschen umschauen können? Ich habe ein bisschen umgeschaut, aber ich will mich doch mehr konzentrieren hier auf den Sport. Hier muss ich gut reiten und versuchen, das Geld mit nach Hause zu bringen. Das muss natürlich sein beim Profi. Morgen dann der große Preis. Ich bin neugierig, wie es ausgeht. Jürgen Frieling ist sicherlich einer, auf den man, wenn man von Geld spricht, auch vielleicht ein bisschen Geld setzen könnte, wenn man auf den Sport wetten würde. Dankeschön fürs Kommen und toi 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 für morgen für den großen Preis vom Sportland Niederösterreich. Danke. Meine Damen und Herren, Jürgen Frieling.